Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Videoblogs. Heute soll es um das Thema Ruhe und Meditation, Entspannung gehen. Es ist so wichtig, zwischendurch Zeit für sich selbst zu haben. Und es muss nicht immer die ganz klassische Meditation sein, irgendwo im Schneidersitz oder im Meditationssitz. Manchmal ist es auch einfach die Natur oder irgendwo an einem schönen Ort zu sitzen. Wichtig ist, dass dabei die Zeit nur für dich ist. Keine Ablenkung durch Handy, durch irgendwelche Tablets oder ähnliches. Mir fiel das früher total schwer. Wenn ich mal Zeit hatte, Zeit für Entspannung, habe ich mir immer sofort irgendwas gesucht, was ich machen konnte. Oder ich habe Musik gehört oder habe mir irgendwas im Internet angeschaut, um mich weiterzubilden. Ich habe irgendwie jede freie Minute dafür genutzt, um irgendetwas für mich und für mein Gehirn zu tun. Aber eines habe ich vergessen. Mir Ruhe für mich zu gönnen. Und dabei ist das so wichtig. Denn wenn du gesund bleiben möchtest und fit bleiben möchtest und vor allen Dingen deinen eigenen Selbstwert nach und nach spüren möchtest, dann ist es wichtig, darauf zu horchen, was möchte dein Herz? Was möchte dein Innerstes? Und unser Körper ist ein unheimlich tolles Kontrollorgan dafür, ob wir vielleicht mal wieder nur im Kopf sind, ob wir zu hektisch sind, ob wir zu viel im Tun sind. Denn der Körper zeigt uns das durch Erschöpfungssignale, durch Krankheiten oder ähnliches. Und deswegen ist es für mich persönlich so, so, so wichtig, mir zwischendurch die Zeit zu nehmen, zu mir zu kommen, auf mein Herz zu hören, auf mein Innerstes zu hören. Denn in unserer hektischen Welt sind die Stimmen im Außen oft so laut, dass wir komplett vergessen, unsere eigene Stimme wahrzunehmen. Es muss aber auch irgendwie so ein bisschen von dir herauskommen. Was meine ich damit? Ich kenne jede Menge Leute, die sagen, so, jetzt nehme ich mir vor, jeden Morgen eine Viertelstunde zu meditieren. Und dann artet das wieder so in einen Zwang aus. Dann ist das wieder so, ich muss jetzt was machen. Und damit ist es total kontraproduktiv. Denn in dem Moment, wo du im Müssen bist, kannst du dich ganz, ganz schwer entspannen. Und manchmal reicht es einfach, wenn du dich 2 Minuten einfach nur hinsetzt, spürst, fühlst, deinen Atem merkst. Und einfach mal guckst, wie geht es dir eigentlich? Wie fühlst du dich? Und je mehr du das machst und je mehr du wirklich auf dein Herz hörst, umso mehr und mehr wirst du in deinen eigenen Selbstwert hineinkommen. Denn du bist wertvoll. Und weil du so wertvoll bist, möchte ich dir ans Herz legen, dass du dir die Zeit für dich nimmst. Irgendwo schön in der Natur oder an einem sonstigen schönen Fleck, wo du einfach nur Zeit für dich hast. Bis nächste Woche. Ciao.